Hallo liebe Partyspiel- und Big Bang Theory-Freunde, heute zeige ich euch das Spiel Big Bang Theory, das Partyspiel aus dem Pegasus Spieleverlag. Ein Spiel für 3-7 Spieler ab 12 Jahren mit einer Dauer von ca. 20-30 Minuten. Als erstes zeige ich euch, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr das ganze Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt viel Spaß mit The Big Bang Theory, das Partyspiel. In der Schachtel findet sich folgender übersichtlicher Inhalt. Eine kleine Anleitung. Dann gibt es einen Stapel mit Antwortkarten. Einen Stapel mit Fragenkarten. Dann gibt es hier noch ein paar Kartenhüllen. Und dann haben wir noch Punktechips. Das ist der komplette Inhalt des Spiels. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze aufbaut. Der Aufbau des Spiels geht folgendermaßen. Ihr nehmt diese Kartenhüllen und legt die seitlich mal hin, dass jeder rankommt. Und dann mischt ihr zum einen diese Antwortenkarten zusammen. Da sind auch 4 Bazinga-Karten zwischendrin. Die mischt ihr hier auch mit rein. Mischt diesen Stapel einfach gut durch und legt ihn dann mal ab. Und das gleiche macht ihr hier mit den Fragenkarten. Da gibt es zum einen diese fortgeschrittenen Tests. Das sind die mit dem grünen Hintergrund und die einfachen Tests mit dem weißen Hintergrund. Auch die mischt ihr einfach gut durch und legt sie neben dem Spielplan ab. Dann gibt es diese Punktechips. Und da gibt es eine Besonderheit. Wenn ich jetzt mit 6 oder 7 Spielern spiele, kann ich die alle so verwenden, wie sie sind und mache einfach für jede Sorte einen Stapel und lege den hin. Spiele ich nur mit 5 Spielern, so muss ich die 5er-Chips rausräumen und in die Schachtel zurücklegen. Spiele ich mit 4 Leuten, muss ich auch die 4er-Chips wegräumen. Und spiele ich nur mit 3 Leuten, so wie ich das jetzt machen werde, dann räume ich auch die 3er-Chips weg. So, die Punktechips stapelt man dann aufeinander und legt die einfach zu den Kartenhüllen dazu und dann kann das Spiel eigentlich auch schon losgehen. The Big Bang Theory ist kein großartig innovatives, tolles Spiel. Mich hat die Mechanik ein bisschen an Alles lacht erinnert von damals, als ich noch ein Kind war, wo man irgendeine Frage gezogen hat und irgendeine Antwortkarte, die meistens überhaupt nicht dazu gepasst hat und die dann vorgelesen hat und sich totgelacht hat. Irgendwie nach dem Prinzip läuft dieses Ganze, nur dass man sich Karten raussuchen darf und ein Spieler immer den Schiedsrichter macht und dann entscheiden muss, was war denn jetzt hier die witzigste Antwort. Ich warne euch gleich vor, das Spiel ist grundsätzlich wirklich nur geeignet für Leute, die The Big Bang Theory kennen und mögen. Ansonsten finden die weder das Spiel gut noch die Antworten lustig. Also, wie funktioniert das Ganze jetzt? Ein Spieler macht den Schiedsrichter. Der Schiedsrichter, der muss eben entscheiden, was die lustigsten Antworten sind. Und die anderen Spieler sind die Spieler in dieser einen Runde und müssen eben auf die Frage des Schiedsrichters hier die lustigste Antwort finden. Ich mache das Ganze jetzt einfach in der Beispielrunde, ansonsten lässt sich das nicht erklären. Jeder Spieler bekommt auf jeden Fall erstmal 7 von diesen Antwortkarten. Da könnt ihr auch gleich dem Schiedsrichter die Karten mitgeben. Der braucht die zwar jetzt erstmal nicht, aber der wird ja, nachdem er einmal Schiedsrichter war, dann auch Spieler, weil dann der nächste Spieler Schiedsrichter wird. Und somit hat er seine Karten dann schon mal in der Hand. Ja, was steht auf diesen Antwortenkarten drauf? Da sind immer Szenen aus der Serie und mit den entsprechenden Zitaten dazu. Zum Beispiel hier haben wir Sheldon drauf, der komische Kauz mit dem Text drunter. Sheldon hat nicht gern Besuch. Schon als er klein war, hat er seinen imaginären Freund abends nach Hause geschickt. Oder der schönste Mann aller Zeiten. Geheimer Liebhaber. Etwas geheim zu halten ist ein kompliziertes Unternehmen. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, es geht nur um diese schwarzen Antworten hier drauf. Jeder Spieler hat seine 7 Karten auf der Hand, sodass die anderen Spieler das nicht sehen.
Ich lege die jetzt einfach mal hier so ein bisschen aufgefächert hin. Was haben wir hier drüben? Eigenmassage, mörderischer Waschbär, telepathisch gesteuerte fliegende Delfine, Coyote Karl, Wonder Woman, Valentinstag und so weiter. Der Flash, der Joker, Opfer eines versetzten Drinks, Voodoo, Tweety das Vögelchen und so weiter und so fort. Wie gesagt, jeder Spieler hat seine Karten. Jetzt sagen wir mal, der mittlere Spieler macht es mal den Schiedsrichter, der deckt seine jetzt nicht auf. Jeder Spieler hat die. Der Schiedsrichter nimmt die oberste Karte, deckt diese auf. Und ich fange jetzt mal mit einer normalen Karte an. So sollte ich jetzt hier eine finden. Natürlich hat er grüne oben drauf, ist ja klar, gut gemischt. So, ich decke jetzt hier hin. Und die Frage heißt, muss bestraft werden. So, jetzt können sich die Spieler aus ihren Karten eine Karte raussuchen, wo sie denken, passt super auf die Frage, muss bestraft werden. Jetzt schauen wir mal, wer muss bestraft werden? Der Joker, der Flash, Tweety das Vögelchen, das könnte lustig sein. Tweety das Vögelchen muss bestraft werden. Dann gibt er die Karte verdeckt an den Schiedsrichter. Und auch der andere Spieler schaut mal, wer muss bestraft werden? Die Wonder Woman muss bestraft werden und gibt auch diese Karte verdeckt an den Schiedsrichter. Der Schiedsrichter nimmt die Karten, mischt die dann gut durch, sodass er nicht mehr weiß, von welchem Spieler welche kommt, deckt die auf, schaut die sich an. Und überlegt jetzt für sich, was finde ich jetzt denn da die beste Antwort auf muss bestraft werden, Tweety das Vögelchen oder Wonder Woman. Ich finde Tweety das Vögelchen viel lustiger. Der Spieler hier drüben freut sich, juhu, juhu, das war meine Antwort und nimmt sich den Zweier-Chip. Und der Spieler hier drüben nimmt sich den Einser-Chip, weil er die zweitbeste Antwort gegeben hat. Dann werden diese Karten genommen, kommen auf einen gemeinsamen Ablagestapel aus dem Spiel. Die Spieler ziehen wieder so viele Karten, dass sie wieder 7 haben. Hier haben wir die Wahrheit gezogen. Hier drüben haben wir Weihnachtsstimmung. Und jetzt wechselt der Schiedsrichter einfach zum nächsten Spieler. Das heißt, er spielt jetzt hier mit, unser gerade eben Schiedsrichter. Der deckt seine Karten jetzt mal auf. Zap, 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 zap. So, er macht Schiedsrichter. Das heißt, er braucht seine Karten jetzt nicht. Nimmt die oberste Fragenkarte und jetzt nehmen wir mal eine der grünen. Und da gibt es zum Beispiel, was haben wir denn? Brillante Voraussetzungen für eine Sitcom. So, jetzt müssen die Spieler überlegen, was ist eine brillante Voraussetzung für eine Sitcom? Und bei den grünen Fragen ist es immer so, dass immer zwei Karten die Antwort ergeben. Das heißt, dass nicht nur eine Karte gefragt, sondern zwei. Und deswegen gibt es diese Kartenhalter. Und jetzt schaue ich mal, was würde denn eine brillante Voraussetzung für eine Sitcom geben? Die sexy nordkoreanische Spionin und der schönste Mann aller Zeiten. Dann nehme ich diese beiden, stecke die in meine Kartenhülle und gebe die an den Schiedsrichter. Weiter verdeckt. Gleiche macht der andere Spieler, der schaut auch mal nach. Was wäre denn gut? Wahrscheinlich wäre es lustig, wenn der Mann in einer emotionalen Krise zusammen mit dem Joker eine Sitcom bestreiten würde. Das heißt, auch diese Karten stecken wir zusammen hier rein. Geben sie verdeckt dem Schiedsrichter. Der Schiedsrichter mischt auch diese gut durch, nimmt die dann eben raus, immer im Doppelpack und legt die hin und schaut, was ist denn jetzt meiner Meinung nach die lustigste Antwort auf die Frage, brillanteste Voraussetzungen für eine Sitcom. Und auch so werden dann wieder Punkte verteilt. Eine Besonderheit gibt es noch, das ist die Bazinga-Karte. Also legen wir das hier wieder auf den gemeinsamen Ablagestapel. Machen wir am besten zwei Stapel, dass die Karten nicht durcheinander kommen. Ziehen wieder, dass wir wieder 7 haben. Diesmal brauchen wir so zwei Karten. Haben wir zwei ja gerade abgelegt haben, haben wir wieder 7. Und jetzt gibt es ja noch die Bazinga-Karte. Ich schaue mal kurz, wo sich die gute versteckt hat. Hier haben wir schon eine Bazinga. Also es kommt jetzt die Frage. Ich nehme mal wieder eine einfache. Haben wir denn was? Eine gute Berufsausbildung, das ist die Karte der Stunde. Jetzt suchen die Spieler sich eine blaue Karte aus, die dazu passen würde. Sagen wir mal, gute Berufsausbildung hat der Flash zum Beispiel. Gebe ich an den Schiedsrichter. Ebenso
der eine Ring, der hat eine gute Berufsausbildung. Und bevor jetzt der Schiedsrichter die Karten umdreht und schaut, was das Lustigste ist, spiele ich meine Bazinga-Karte. Und die bedeutet nur eins, die aktuelle Frage kommt auf den Müll und der Schiedsrichter sucht jetzt so lange eine passende Karte, bis er eine gleichwertige Karte hat. Also wenn er eine grüne draußen hat, dann wieder eine grüne rauslegen. Hat er eine weiße hier draußen, muss er auch wieder eine weiße rauslegen. Und schon ändert sich die Frage komplett. Jetzt ist es plötzlich praktisch im Angesicht der Apokalypse. Dann dreht er die um und jetzt schauen wir mal, ob das immer noch lustig ist. Was ist gut, der Flash oder der eine Ring? Ich denke mal, im Angesicht einer Apokalypse ist der eine Ring natürlich die bessere Lösung. Deswegen kriegt der Spieler, der den einen Ring gespielt hat, die 2 Punkte und der andere Spieler den einen Punkt. Das ist die Bazinga-Karte. Gespielt wird es so lange, bis die Stapel hier aufgebraucht sind. Das sind genau 12 Stück, das heißt 12 Runden werden gespielt. Dann ist das Spiel zu Ende. Jeder Spieler zählt seine Chips zusammen, seine Punkte, und der Spieler, der am meisten hat, hat die Runde Big Bang Theory eben gewonnen. Das war sie, meine Regelerklärung und Brettspielvorstellung von The Big Bang Theory, das Partyspiel. Nur für eingefleischte Fans der Serie geeignet. Jeder andere wird sich fragen, was dieser ganze Blödsinn soll. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Brettspielvideo wieder und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, euer Michael.